Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz 2. Jo, wir sind gerade hier im Moor von Nevaio, wie auch immer. Und erkunden das gerade. Hier war, hier und da gab es noch einen Trainer, noch ein paar Items. Und ja, wir sind noch nicht ganz durch. Gegen den Trainer haben wir gekämpft. Von dort unten kommen wir. Da oben kommen wir momentan nicht lang. Dann gehen wir erstmal kurz wieder zurück, denn hier oben gab es ja auch noch mal ein paar Trainer, die ich gerne besiegen möchte. Zum Beispiel hier, der da. Ach, den haben wir schon besiegt, okay. Mal kurz Itemradar machen, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, kann ich mir nämlich gut vorstellen, dass hier ein Item ist. Weil die Ecke so verdächtig aussieht, sozusagen. Hier gibt es noch ein Item und da rechts auch nochmal. Sind wir dann hier durch? Weil dann geht es nämlich zur Drachenstiege. Ja, im letzten Part habe ich ja nochmal am Ende so ein bisschen geredet, so einfach frei Schnauze. Deshalb bin ich immer noch so ein bisschen im Ruhemodus. Und ja, bin so ein bisschen entspannt. So, hier gibt es auch noch mal irgendwo ein Item. Ach, hier, okay. Dann sind wir hier durch. Haben die Trainer hier noch besiegt. Jetzt setze ich mal weiterhin ein. Weil hier können natürlich auch wilde Pokémon aufkreuzen. Gegen den haben wir auch gekämpft. Gut. Wir schauen nochmal kurz nach diesem Item hier. Mini-Pilz. Da gibt es links eigentlich noch eine Stelle, aber wir haben leider keine Stärke mit dabei. Da gibt es auch noch einen Trainer. Aber naja, den müssen wir wohl auslassen. So, jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt zu den Drachenstiegen? Ich fliege mal kurz mit Michelle zum Pokémon Center. Hier in Nevaio City, weil von dort aus muss es irgendwie zu den Drachenstiegen gehen. Stimmt. Da kann ich mich jetzt auch erinnern, dass ich da irgendwie gesagt habe, wir gehen erstmal zur Route und dann später zu den Drachenstiegen. Erstmal das beenden. Wir standen ja vor der Entscheidung, glaube ich. Ist halt ein paar Tage her, wie ich schon im letzten Part erwähnt, habe ich ja ein paar Tage Pause gemacht. Weil ich mich um andere Projekte gekümmert habe. Wie Minecraft, Minecraft Hardcore, Inside. Ja, generell mehreres. Aber macht halt auch viel Spaß, also ich bin momentan wirklich viel am Aufnehmen hier und da. Macht so Bock. So, jetzt hier die Drachenstiege. Ist das hier? Achso, das ist die ehemalige Arena. Okay. Das sind hier die Drachenstiege. Okay. Wir haben ja auch momentan Herbst. Laut Pokémon. Wie kommt man da hoch? Lol. Soll man da hochkommen? Hä? Okay, da geht's nochmal nach links weiter, okay. Gut. Dann sind wir jetzt hier. Ist das ein Trainer? Nee. Doch nach wie vor herrscht geheimnisvolles Schweigen. Die Drachenstiege. Wofür steht sie? Ein Wunsch oder die Wirklichkeit? Ah, du bist ja ebenfalls hier. 2 Jahre sind ins Land gegangen. Seit jener vom Wunsch beseelte Trainer auf diesem Turm einem der legendären Pokémon gegenüberstand, um die Welt zu verändern. Was da so majestätisch in die Höhe ragt, ist die Drachenstiege. Dieser Turm existiert schon lange bevor es die Einheitregion gab. Ganz oben wartet das legendäre Drachen-Pokémon auf den Menschen, der vom Wunsch beseelt ist. Alles trat genauso ein, wie es überliefert worden war. Oh, der Dunkelstein. Dann begibst du dich wohl auch in spezielle Drachenstiege, um die Welt zu verändern? Nun, das ist eine wahnwitzige Idee. Man kann die Welt nicht verändern. Sich selbst in das schon. Zumindest solange man vom Wunsch beseelt ist. Wow, das klang ganz schön bitter, was? Dagegen helfen bestimmt ein paar Süßigkeiten, was meinst du? Na, Spezialität. Hebt alle Statuseffekte, glaube. Zum nächsten Mal. Oje, okay. Interessante Worte. Und hier jetzt dieser Turm. Interessant. Ich wusste bis eben noch gar nicht, was die Drachenstiege überhaupt ist. Aber es scheint ein Turm zu sein mit sehr, sehr viel Wasser. Okay. Hier gibt es wahrscheinlich auch wilde Pokémon drin. Gehen wir erstmal nach oben. Hier gibt es auch bestimmt auch Trainer, oder? Und Items. Da gibt es ein Item. Och, Stärke. Ist das euer Ernst? Ich habe keinen Bock auf Stärke. Ein Pokéstück. Oh, da ist noch ein Item. Ein Elixier.
Aber es scheint so, als könnte man hier nur mit Stärke weiterkommen, oder? Das heißt, wir werden gleich nochmal zurückgehen. Ja, man kommt hier nur mit Stärke weiter. Ey, das ist doof. Ja, okay, wir gehen wieder zurück. Holen unser Meryl ab. Und dann passt das. Wir schauen mal kurz, ob es hier auch wieder Pokémon gibt. Bis jetzt noch nicht. Ich möchte mal kurz was vorbereiten. So, währenddessen wähle ich mal kurz hier Michelle aus. Und wir fliegen mal kurz nach Nevio City zurück. Denn wir waren im letzten Part noch, oder ebenso auch noch, im Moor von Nevio. Und ich habe nicht die Pokémon vorgelesen, die es dort zu finden gibt. Daher werde ich das jetzt nebenbei kurz mal machen. Diese Pokémon, die man im Sumpf fangen kann, kann man nur im Frühling, Sommer oder Herbst fangen. Keins im Winter im Sumpf. Ah, ich kann mir auch gut vorstellen, weil dann wahrscheinlich der Sumpf zugefroren ist, oder? Das wäre natürlich möglich. Daher kann man dann da auch nichts fangen. Klingt logisch. Und zwar zu 40% Mebrana, zu 40% Schnuthelm. Aber nur in Schwarz-Weiß, im Weiß-Weiß zu 5%. Auf wen legen wir denn ab? Jonas ist momentan am höchsten gelevelt, daher würde ich sagen, er will 61, nämlich die anderen. 59, 59, 59. Ja, Jonas ist am höchsten gelevelt, daher. Ja, tut mir leid, Jonas, falls du das siehst. I'm so sorry. So, dann gehen wir zurück. So, dann, und wie gesagt, im Weißwald zu 5% der Schnurrthelm. Nur in Schwarz-2 zu 5% Laukaps. In Weißwald zu 40% Laukaps. Dann in beiden Editionen wieder zu 20% Flinchling und zu 15% Glibunkel. Dann, jetzt egal welche Jahreszeit, 70% Flinchling beim Surfen. Beim Surfen zu 30% Mebrana und man findet hier doch Pokémon. Okay. Pokémon? Oh, nee. Gigant ist interessant. So, Superangel, 70% Schmerbe, 30% Flunschling. Da haben wir jetzt auch die Superangel, bedeutet, wir könnten theoretisch auch angeln. Kann man hier angeln? Ich möchte es euch mal zeigen, wie das aussieht. Weiß ich nämlich bei dieser Generation auch nicht. Wo ist denn hier die Angel? Dunkelstein? Hä? Das als Item hier deklariert? Das kann auch gar nicht sein. Hä? Ah nee, haben wir nicht. Stimmt. Wir haben die nicht bekommen. Man hat uns gesagt, wo man die bekommt. Ach, da war ich jetzt so ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Gut, dann immer noch Moor von Nevio. Sind wir immer noch beim Pokémon-Schatten per Surfen. Findet man zu 65% Flunschling, zu 30% Membrana und zu 5% Branawarz. Da per Pokémon-Schatten bei der Superangel zu 60% Schmerbe, 10% Welser und 30% Flunschlick. So, zur Dranstiege kommen wir auch noch. Aber erstmal möchte ich hier kurz einen Trainer finden, wo wir das dann mal ansprechen können. Kann man hier rüber? Ja, lol. Lol. Okay. Ah, oh, toll. Hätte ich das gewusst. Wir brauchen doch keine Stärke. Och man, das war nur eine Abkürzung. Das ist natürlich jetzt doof, aber ich renne nicht nochmal zurück. Das ist jetzt hier gefordert. Okay. Kleines Labyrinth. Moment mal. Gehen wir mal nach ganz außen. Muss dann nochmal zur Mitte. Weil da gibt es noch ein Item. Ein Protein erstmal. Oh, warum gibt es hier keine Trainer? So, hier, Item mitnehmen. Leuchtstein. Und dann wieder zurück. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder weiter. So, Topschutz. Schönes Rätsel, kleines, schönes Rätsel. Gefällt mir. Jetzt geht's hier raus. Okay. Nee, doch nicht. Hä? Das sind wahrscheinlich mehrere Türme. Aber mich verwundert es, dass hier gar keine Trainer sind oder so.
Okay. Nicht mal irgendwie ein verstecktes Item. Was ist hier los? Drei Items hintereinander. Ein Weiß-Orb. Ein Platinum-Orb. Ein Adamant-Orb. Wofür waren nochmal diese Orbs? Die kenne ich, die kenne ich. Verstärkt Attacken vom Typ Drachen und Wasser, wenn Palkia ihn trägt. Ah ja, das war für Palkia, Giratina und Dialga. Ja, geil. Kann man die hier in dieser Generation auffangen? Das wäre natürlich geil, weil ich bin von den legendären Pokémon ein großer Fan. Okay, was ist hier gefordert? Auf jeden Fall ein schönes Rätsel. Gehen wir erstmal nach links. Ach, da komme ich nicht rüber, okay. Finde ich cool, diese Rätsel. Allerdings ein bisschen eintönig, weil hier keine Trainer oder so sind, was ich schade finde. Ein AP-Top. Haben wir bisher so schon eins? Füllt die ab. Oder. Nicht füllt, sondern. Stockt die AP bis zum Maximum auf. So kann man es besser, denke ich mal, formulieren. TN2 Drachenklaue. Ja, geil. Allerdings hat Michelle sogar schon Drachenklaue. So, da gibt es nochmal ein Item. Wie kommt man daran? Kommt man an das Item daran? Moment mal, da geht's. Von hier und dann die andere Seite, oder? Da komme ich auch nicht lang. Warte, warte, warte. Wir gehen mal kurz hier nochmal rüber. Nach ganz links, genau. Das nützt einem auch nichts, ne? Na toll. Gehen wir erstmal hier lang. Ah, jetzt, 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 jetzt. Und ein Top-Beleber. Weiter geht's in die Höhe. Mal sehen, wann wir ganz oben ankommen. Jetzt ist wieder ganz normal hier, wo man durchlaufen kann. Aber es gibt hier auch so viele Items. Kometstück. Und die sind ja auch nicht wirklich schwer zu bekommen. Drei Items auf einmal hatten wir ja auch. Das ist schon irgendwie strange. Strange will ich das nennen. Okay, jetzt wird es hier dunkler. Wow. Dein Beutel bewegt sich etwas. Ist das der Dunkelstein? Willst du den Dunkelstein hervorholen? Ja. Okay. Der Dunkelstein verwandelt die Aura um sich herum in ein mächtiges Energiefeld und da, er lässt die Energie entweichen. Das ist Kyurem. Gegen das wir gekämpft haben. Alter, sieht das wieder geil aus. Das sieht so geil aus. Und das wir. Ihr müsst euch das vorstellen. Das ist auf Nintendo DS. Nintendo DS. Ah, gut, das Spiel kam wirklich am Ende der Zeit des Nintendo DS raus. Aber trotzdem. So krass. Jetzt können wir gegen das kämpfen. Natürlich ist es unser Ziel, das zu fangen. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Wir greifen als erstes mit Luke an. Wegen Donnerwetter. Wir versuchen uns zu paralysieren. Ja, es war klar, dass wir am Ende gegen Kyurem hier kämpfen werden. Das ist für mich jetzt nicht überraschend. Vielleicht für euch auch nicht. Oh, Level 70. Ach, tolle Scheiße. Das heißt, der wird auf jeden Fall als erstes angreifen. Weiß nicht, was ist Kyurem? Nee, Zekrom. Zekrom ist das, ach so. Das ist ja für einen Typ Drache auf jeden Fall. Aber es kann reinhauen, das kann reinhauen. Okay, Donnerwetter. Ich schaue kurz auf PokeWiki, weil da möchte ich auf jeden Fall schauen. Zekrom. Was ist Drache Elektro? Okay. Gut. Und derweil kann ich nochmal kurz hier schauen, was man hier für Pokémon finden kann.
Ah, gibt mehrere Bereiche. Okay. Obwohl, wir wollen uns jetzt hier auf den Kampf konzentrieren. So, Drache Elektro. Drache Elektro. Da könnte man zum Beispiel Michelle einsetzen. Allerdings ist sie anfällig gegen die Drachenattacken. So eine Sache. Aber gegen Boden wäre sie komplett geschützt. Machen wir erstmal Donnerblitz. Machen wir erstmal schön Schaden. Obwohl, das wird nicht sehr viel. Ja, toll. Das wäre ja dumm von mir. Okay, sein Kopfstoß kann er. Das müssen wir uns merken. Sein Kopfstoß. Okay, mit Luke können wir hier kaum was machen. So, schauen wir mal, schauen wir mal. Nico könnte. Finn war bisher eigentlich auch immer unser Retter. Leider haben wir Jonas nicht dabei, obwohl wir den hätten dabei haben können. Das war nur ein Scheiß Stärkefelsen. Mann, das ärgert mich. Weil Jonas war sonst auch immer so ein Lebensretter. Und Jonas hätten wir hier sehr gut gebrauchen können. Scheiße, ey. So, Flammenwurf. Versuchen wir es so stark wie möglich zu schwächen. Ich versuche so auf Feuersturm mal zu malen, weil es ist stärker. Ja, sehr schön. Begrenzer, okay. Wir können keine Attacken einsetzen, die er auch hat. Soll uns egal sein. Bei seinem Kopfstoß haben wir nicht. Na gut, Drangklaue haben wir. Er macht nochmal Begrenzer. Okay, ist er dumm? Er hätte uns schon längst angreifen können. Okay, er ist im roten Bereich. Sehr schön. Haben wir das schon mal geschafft? Wir sind eigentlich noch gut aufgestellt. Ich weiß nicht, kann man das hier als Höhle gelten lassen oder als dunkler Ort? Es war ja relativ dunkel. Schauen wir mal, wie oft der Finsterball wackelt. Wir haben ja da letztens einige gekauft. Ja moin, der erste Ball. Sonst hatten wir nie so viel Glück. Der erste Ball direkt. Ein legendäres Pokémon mit der Macht, die Welt durch Donner einzuäschern, hilft allen, die einer Welt der Wünsche harren. So, wir haben bisher die legendären Pokémon immer einen Spitznamen gegeben. Er wird ganz easy genannt. First Try. Das war der erste Versuch, daher passt der Name auch irgendwie. Keine Ahnung. Wir werden sowieso mit denen nicht kämpfen, denke ich. N. Zekrom hat dich als neuen Helden anerkannt. Jawohl, Zekrom ist sich sicher, dass die Kraft deines Herzens ausreicht, um die Welt zu verändern. Es gibt da etwas, das ich dir sagen will. Begib dich zur Riesengrotte. Kyurem ist zurückgekehrt. Das habe ich von einem Freund gehört. Riesengrotte, da waren wir schon mal, glaube. Dennis, du sehnst dich nach einer Welt, in der Menschen und Pokémon in Einklang leben. Ich bin gespannt, wie es sich in dieser von Liebe erfüllten Welt leben lässt. Eines Tages werden Menschen und Pokémon einander hoffentlich genügend vertrauen, um auch ohne Pokébälle zusammenzuleben. Diese Art von Welt ist es, für die du kämpfen solltest. Ja. So, hier war aber allerdings noch ein Item, was ich sehr überraschend finde. Hier, wo ich gerade drauf stehe. Ein Kometstück. Noch ein Item hier. Ich habe jetzt gar nicht vorgelesen, was man hier hätte fangen können. Daher werde ich das jetzt so kurz nebenbei machen. Im Außenbereich kann man im hohen Gras im Frühling, Sommer, Herbst Navitop finden. Zu 35%. Und zu 5% Shadraku auch nur im Frühling, Sommer, Herbst. Dann Kroniowild zu 35% im Frühling, Sommer, Herbst. Zu 30% im Winter. Mache ich gleich weiter. Es ist schwierig, auf beide Bildschirme gleichzeitig zu schauen. Und Pichu im Frühling, Sommer, Herbst zu 25%. Und im Winter zu 30%. Alles im hohen Gras, wie gesagt. Ich muss jetzt erstmal zurückfinden. Hä? Wie geht's jetzt zurück? Weil da kann ich. Ah, warte, ich kann da oben zurückspringen. Ah, okay. Gut. Brauche ich Weg. So. Dann geht's weiter. Nur im Winter im hohen Gras. Galaptropo zu 25% und Siberia zu 15% kann man noch fangen. Geht gleich weiter.
Dafür sind halt die Trainerkämpfe am besten, aber ja, gut. Dann im dunklen Gras. Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? So wild ist das jetzt auch nicht. Schaut einfach auf PokéWiki Dranstiege, dann erfahrt ihr es selber. Ich lese einfach nur mal kurz nochmal die Pokémon generell vor, die man. Oh shit, jetzt bin ich falsch gegangen. Die man generell fangen kann. Im Außenbereich Konowitz, Vichu, Gelatropo, Sibirio, Lenfu, Ordoch, Imolga, Fassasnap und Gelatvino. Im Innenbereich Golgantis, Chadragon, Vichu, Gigantes, Zekrom. Ja, kurz. Und in Weiß 2 Roshiram. Okay. Und Zekrom halt nur in Schwarz 2. Moment mal. Hier war auch schon der Ausgang. Ja, moin. So, raus hier. Haben genug davon. So, und dann im Eingangsbereich gibt es noch. Oh. Bichu, Chadrago, Navitaub, Konyovit, Gelatrappo, Sibirio. Ordoch, Imolga, Fasnacht, Gelatvino, Barschauf, Dratini. Und Dragonier. Und Dragoran sogar auch noch. Zu 1% beim Pokémon Schatten per Superangel. Wow. 1%. Hatte ich bisher auch noch gar nicht gesehen. Ja, Dragoran ist geil. So. Zur Riesengrotte sollen wir. Dann werden wir da auch dann direkt hingehen. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie man da oben hinkommt. Hä? Ich dachte, da gibt es irgendwie einen Weg oder so, aber. Nee. Ja, gut. Dann gehen wir mal kurz ins Pokémon Center. Ich will auch noch mal ein paar Items kaufen. Zum Beispiel einen Topshot oder so wäre schon ganz geil. Pokémon heilen und dann halt auch Jonas wieder zurück ins Team nehmen. Sorry, Jonas immer noch. Ja, konnte ich halt nicht wissen, dass man da auf die Säulen gehen kann. Das war ja auch nur so eine kleine Vermutung, die ich da kurz hatte. Ja, die Drahtstiege an sich war aber trotzdem nicht so geil. Mir haben die Trainer gefehlt, die Abwechslung. Na ja, gut, es war. Na gut, gegen Abwechslung kann ich jetzt auch nichts sagen. Es gab verschiedene Räume, die wirklich unterschiedlich waren. Aber trotzdem, das war irgendwie. Meh. Hat mir nicht so gefallen. Dafür wird es dann in der Riesengrotte, denke ich mal. Obwohl, weiß ich nicht. Weil wir waren, glaube ich, an dem Ort schon mal, wo man jetzt sehr kaum fangen kann. Allerdings war das damals halt nichts. Bitte, die Trainer haben wir auch schon alle besiegt. Ja, moin. So, oh, wir haben wieder ordentlich Cash. Das gefällt mir. Ja, mal bei Hypertränke 27 Stück. Oder 17. 17 erstmal. Gut, dann geht's los. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit, bitte. Wir können schon mal anfangen. So, erstmal kurz schauen, wo es zur Riesengrotte hingeht. Natürlich haben wir auch noch ein paar Routen vor uns, die man vielleicht jetzt sogar schon erkunden kann, aber werden wir dann wann anders halt dementsprechend mal. So, Riesengrotte, wo waren die? Warte, die war doch hier, oder? Ne, das war die Strandgrotte. Riesengrotte war hier. Nach Route 22, okay. Ja, jetzt kommen halt die ganzen legendären Pokémon dran. Weil ja Pokémon Liga jetzt durch ist. Wir haben keine Arena mehr. Und jetzt wird so gesehen das Postgame sozusagen gemacht. Nicht das Pre-Game, sondern das Post-Game. Hey, warum ist noch ein Item? Okay. Brauche ich jetzt aber ja weniger. So. Ah, hier ist jetzt auch alles so ein bisschen herbstlich angehaucht. Finde ich cool. Ich frage mich, wie es dann im Winter ist. Darauf freue ich mich auch schon. Werden wir, denke ich mal, auf jeden Fall noch miterleben. Obwohl, wäre ich im August noch das. Ja, doch, eigentlich schon. Obwohl, na. Vielleicht kann man irgendwann hier nochmal vorbeischauen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich im August das Let's Play noch überhaupt aufnehme. Weil ich ja jetzt Ferien habe. So, hier ist die Riesengrotte. Wehe, hier braucht man jetzt Stärke. Aber, stimmt, ich habe ja schon alle Stärkefelsen hier verschoben. Doch jetzt ist die Frage, wo war. Wir sind ja jetzt. Ja, doch, das ist die Riesengrotte, genau. Wo geht's dahin? Hier war doch der Landeplatz von Team Plasma, genau. Da brauchen wir jetzt nicht hin.
Ja gut, der Part ist eh vorbei. Dann werde ich mich mal zum nächsten Part informieren, wo es überhaupt lang geht. Ich werde kurz nochmal hier nach hinten schauen. Hier gab es auch noch einen Weg. Aber wie gesagt, weiß ich jetzt nicht. Da ist es Route 23 so schon. Ein Gesteinjuwel zufällig bekommen. Einfach vor mir aufgetaucht. Gab es hier hinten dann noch was? Aber ich glaube nicht. Ja gut, ich werde mich wieder zum nächsten Part einfach mal informieren. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein und bye bye.